Once upon a time in Hollywood, when Carol called my name, I stood up, the room exploded, and I knew that's it. Gehen wir schwimmen? Nein, Schatz. Wir setzen uns auf den Stein und hoffen auf die Erleuchtung. Es sieht aus wie Herr der Ringe. Es ist wunderschön. Setzt euch auf den Stein. Guck mal, hier ist einer. Hier. Sit on my stone. Vorsicht. Schatz, du musst immer hören, was ich sage. Weil ich straight bin und ich brauche auch nichts sagen. Bei mir sieht man schon im Gesicht, was los ist, ja? Nee, ich sag auch sofort Sachen. Wenn du irgendwie nee, so machst, dann mach dich nach und kleide. Ich würde nie hintenrum sagen, wie wir nie, das ist nicht meine Art. Ja, ist, und du bist liebenswert. Ich mag dich. Ich habe echt gedacht, du wärst anders. Sie hat gedacht, du wärst ein Teppichluder, weißt du? Hey, du bist doch das Teppichluder. Was? Wie? Ist genauso, wenn du ab morgen heißt, irgendwie, keine Ahnung. Esel. Der Esel. Hm. Und dann musst du ja immer jeden Tag hören, bist du der Esel? Nee. Ja. Warum nennt man nicht den Bohlen, der eigentlich verlobt war und wieder sich versöhnen wollte, einen? Er kann seinen Dödel überall. Oh, das darf ich nicht sagen. Nein, aber warum wird sie dann als Teppichluder beleidigt? Was damals mit ihr gemacht wurde, ist wirklich diskriminierend und schlimm. Aber was erwartet man? Ne? Bildzeitung? Ja, ich meine, er war ja schon so lange in der Presse, er hätte auch da ein bisschen steuern können. Sich verteidigen vor allem. Ne? Ja, hat er nichts gemacht. Wirklich widerlich. Man ist auch immer selbst dran schuld, weil es ist immer einer, der es mit einem macht und einer, der es mitmacht. Also du kannst aber nicht jemanden, der mega erfolgreich, machtvoll ist, älter ist, mit einem jungen Mädchen vergleichen. Ich finde, das ist eben nicht auf Augenhöhe. In bestimmten Kreisen, da sind die teilweise 70 und die Frauen sind 20. Ja. Und trotzdem ist dann die Frau, die kleine Schlampe, wenn sie irgendwas mit denen anfängt. Die Männer sind dann coole Hechte. Aber wie kam denn die Presse überhaupt an diese Geschichte? Das war so. Wir hatten ja 3 Jahre eine Affäre. So lange? Das weiß kein Mensch. Ja. Siehst du, man denkt, er kommt in den Laden, überfällt sie auf den Teppich. War auch nicht im Teppichladen, das war auf dem Zuschneidetisch. Ist ja also gar nicht auf dem Teppich gewesen. Aber ja, die Frage stellt sich da natürlich schon, warum. Dieter hat ja immer um 16 Uhr angerufen, irgendwie wollte. Ich so, ich kann nicht, ich bin bei der Arbeit. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann komm vorbei, ich nehme Pause. Kleid hoch, der Hose runter. Wir wurden ja dann halt beim Sex erwischt. Ja gut, danach wurde ich halt gekündigt. Und der Ladenbesitzer hat natürlich dann halt die Geschichte an die Presse verkauft. Ja, am Ende des Tages ist es so, ist er natürlich heute deshalb auch hier. Hallo. Also, oh, lieber Leute. Das ist schon manchmal so heftig, was du erlebst.